Was ist denn hier los? Na, Polly? Du putzt dir immer deinen Bauch. Hier ist da irgendwas. Zeig mal. Zeig doch mal. Zeig doch mal, ob da irgendwas ist. Da ist gar nichts. Nur dein Bauch hier. Wir gucken uns das später nochmal genauer an, ja? So, und jetzt gehen wir weg. Du wolltest ja Fenster gucken. Fenster gucken vor dem Frühstück. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber machen wir mal, ja? Hallo, Cosmo. Hallo. Ja, ich mache hier schon auf. So, guckt. Guckt, ob in der Hut alles in Ordnung ist. Na, habt ihr geguckt? Ja? Und jetzt? Apolli, Frühstück. Komm runter. Cosmo ist schon vorgegangen. Cosmo? Cosmo, mach schon mal Frühstück. Ich soll dir machen. Naja, dann ist es halt so. Apolli, komm. Was denn? Kommst du mich abholen? Cosmo, bist du extra hergekommen, damit ich mit dir runtergehe? Ja, dann geh doch vor. Geh vor, ich komme. Vor dem Frühstück gleich raus. Willst du nicht vorher was essen? Nein. Na gut. Dann zieh mal deine Leine an. Machen wir das jetzt im Liegen oder was? Das funktioniert nicht. Ich muss schon aufstehen. Oh, Kalle hängen geblieben. So, einmal um den Bauch rum. So. Fertig. Fertig? Kannst losgehen? Na, du musst da schon ein bisschen weggehen. Genau. So, ich mache jetzt die Tür auf. Und jetzt könnt ihr beide raus. Aber es ist wirklich windig heute, ne? Wirklich sehr windig. Ich glaube, Apollo, das ist wieder nicht dein Wetter. Nicht mal für hier vorne ein bisschen. Oder etwa doch? Versuch's mal. Na, wie ist es? Nicht so gut, ne? Ja, aber Cosmo ist das egal. Ja. Ich bin hier. Ja, alles gut, ich bin hier. Ach, Apolli hat sich rausgetraut. Ja, schön. Das ist doch gut. Ist ja auch relativ ruhig jetzt. Hast du gefrühstückt? Ja. Hast du deinen Bruder frühstücken lassen? Apolli, wo bist du? Weißt du auch nicht, ne? Der ist wieder schlafen gegangen. Aber wenn du gefrühstückt hast, kannst du uns jetzt auch ein bisschen frühstücken lassen? Wir würden auch gern was essen. Nicht nur du. Ja? Und dann kann ich dir wieder meine volle Aufmerksamkeit widmen. Cosmo, es wird Zeit zu arbeiten. Wir haben nämlich so ein Spielzeug geschickt bekommen von einer Online-Shop-Firma für Haustierbedarf. Und die wollen ein paar Fotos von uns damit haben. Und die müssen wir jetzt mal machen. Das ist das Spielzeug. Und eben haben die Katzen richtig gut damit gespielt. Aber ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man Spielzeug nicht zu lange laufen lässt. Damit es nicht so damit es immer noch interessant bleibt. Aber eben haben die richtig begeistert damit gespielt. Das sind die Schmetterlinge. Die sind ganz süß. So, soll ich nochmal anmachen? Schluss. Ja, ich glaube, das Spielzeug macht Cosmo-Kätzchen irgendwann kaputt. Obwohl, vielleicht ist es ja auch robust. Er hatte das nämlich schon ein paar Mal so gepackt.
Hm.